Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Bevor es weitergeht, ich habe tatsächlich herausbekommen, wo man jetzt mit diesen Kristallsonaren das aktivieren kann. Und zwar ist das ein Erlass, der imperiumsweit gilt. Hier ist er hinzugefügt. Kristallsonar ermöglicht unseren Flotten bei Aufeinandertreffen mit Kristallwesen den Einsatz einer Spezialtechnik, welche augenblicklich die Systeme erkundet, in denen sie leben. Das kostet dann 30. Ich vermute, das wird dann automatisch abgezogen. Ich weiß nicht, ob man das mehr dann entscheiden kann. Aber es muss aktiviert werden und nimmt 0,8 Einflusspunkte monatlich weg. Wir werden das aber trotzdem jetzt mal aktivieren. Das sind reichsweite Erlasse, genau so heißt das. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt gleich schon passiert. Sie ist ja hier gerade in einem System mit Kristallwesen. Ansonsten fliegen wir direkt nochmal zurück. Keine Ahnung. Nee, vielleicht weil sie schon auf dem Sprung war. Ich will das jetzt auf jeden Fall mal austesten. Wenn sie da angekommen ist, werden wir sie nochmal zurückschicken. Mal gucken, was er mir dann sagt. Wir bewegen sie jetzt einfach mal dahin. Und ich bin gespannt. Derweil ist unser Konstruktionsschiff auf dem Weg nach, wie heißt das nochmal? Ist so überlagert. Krimdor. Genau. Um den Beobachtungsposten zu bauen. Das war jetzt für uns eine ganz wichtige Angelegenheit. Und dann werden wir als nächstes, oh, tatsächlich, wir können jetzt auswählen. Schaut mal. Toll. Unsere Schiffe können mittels, okay, das brauche ich nicht mehr durchlesen, das haben wir jetzt. Aber doch, lass uns mal, das wird nochmal erklärt, das ist interessant. Unsere Schiffe können mittels gespeicherter Energie intensive, dabei aber harmlose Hochfrequenzstrahlen auf die Kristallwesen schießen. Die Wesen fungieren dabei als Prismen und Resonanzkörper. Sie brechen die Pulsstrahlen und verteilen sie über das gesamte Sternsystem. Und diese Wellen wiederum werden von den planetaren Körpern reflektiert und von unseren Schiffssensoren erfasst. Dadurch wird das gesamte System augenblicklich erkundet. Das machen wir. Ja, und jetzt fliegt sie trotzdem wieder weg. Aber wir haben alles erkundet. Und haben wir irgendwas Interessantes gefunden in dem System? Kein. Oh doch, ein tendenziell bewohnbarer Planet, eine Ozeanwelt. Ich frage mich jetzt wirklich, werden die angegriffen, wenn man jetzt hier zum Beispiel hier jetzt hin weiterfliegen will? In das nächste System. Wird sie da jetzt angegriffen? Wenn ich jetzt mal auf... Wir haben das ja schon mal anders durchgespielt, aber da waren wir ja viel näher dran. Wenn ich jetzt hier einfach vorbeifliegen würde, muss doch möglich sein. Anni, die bewegen sich auch. Bewegen sie sich auf uns zu? Ja, jetzt sind wir schon weggesprungen. Verdammt, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Naja, machen wir mal wieder ausweichend. Bin mir nicht ganz sicher, wie aggressiv die jetzt vorgehen. Oder ob man sie nicht einfach im Sonnensystem auch umgehen kann. Das wäre schon mal interessant. Na gut, wir haben das jetzt erkundet. Wir fliegen jetzt erstmal hier weiter. Das probieren wir das nächste Mal aus. Wir erkunden jetzt hier das System. So, wir sind bei 82. 50 brauchen wir auf jeden Fall, um die Beobachtungsstation zu bauen. Und das Überzählige werden wir dann verwenden, um dann unser sechstes Kriegsschiff herzustellen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu diesen alten Drohnen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese andere Aufgabe. So, wir sind jetzt da, glaube ich. Gehen wir da mal rein. Wir haben nämlich jetzt die Energie. So, Konstruktionsschiff. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 50. Boah. Ach, das liegt außerhalb der Grenzen. Alles klar. Ich dachte, der Beobachtungsposten könnte innerhalb der Grenzen gebaut werden. Ach, das ist aber schade. Wir müssten vorher hier einen Beobachtungsposten hinbauen, um das möglich zu machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, und weil das ist eine heftige Investition, so ein Beobachtungsposten. Der kostet nämlich so ein Außen... Naja, wie heißt denn das? So ein... Wie heißen die Dinger? Militärstation, nee, Außenposten, genau. Schaut euch mal an. Der kostet monatlichen Unterhalt 2 und ein Einflusspunkt, was ich jetzt echt viel finde. Und wenn wir dennoch so einen Beobachtungsposten bauen, der monatlich dann auch nochmal 1 kostet, oh,
Da haben wir schon Energieprobleme. Puh. Also wenn wir jetzt wirklich... Aber ich meinte, es war uns wichtig, ne? Es war uns wichtig. Wir wollen hier was tun. Das spricht dafür, dass wir unseren ersten Außenposten, also einen ersten echten Außenposten hier bauen. Kostet uns 100. Und könnten wir auch im nächsten Monat schon machen. Das ist aber eine heftige Investition, die wir jetzt vorhaben. System Survey complete. So, Krimdor ist erkundet. Wir hätten jetzt die 100. Ach Leute, kommt. Wir müssen die Wesen von Pondak Mok, die auf dieser arktischen Welt leben, die müssen wir retten. Wir bauen erstmal einen Außenposten hier hin. Ich hoffe aber, das werden die ja natürlich sehen, ne? Ich meine, die werden auf ihre Sonne gucken und plötzlich ist da irgendwie was erkennbar. Naja, gut. Es ist... Wir müssen jetzt nicht die Sterndirektive von Star Trek hier einführen. Wichtiger ist jetzt, diesen Planeten zu retten. So, System erkunden. Wir arbeiten uns jetzt hier mal langsam vor. Denn diese Sache, die ist auch extrem wichtig, diese Aufgabe für uns. Dazu habe ich eigentlich viel zu wenig gesagt. Ich möchte nochmal daran erinnern, was wir hier noch für eine Aufgabe haben. Nämlich diese... zeitalterübergreifendes Massenaussterben zu erforschen. Ich glaube, gerade für uns als Grüner Frieden ist das extrem wichtig, diese Mission, dass wir mehr darüber erfahren, wie es kommt, dass Spezies aussterben auf Planeten. Das ist ja sozusagen unser Trauma, unsere Geschichte. So, aber jetzt haben wir hier Feindflotten. Und was ist das schon wieder? Schon wieder Drohnen? Ja, du fliegst jetzt da zurück. Alles klar, ich will mir das einmal angucken. Das sind schon wieder diese blöden Mining Drones. Jetzt probiere ich mal aus Folgendes. Ich hoffe, ich kann das noch einmal abbrechen. Ich will jetzt mal auf Passiv stellen und dann einfach hier mal rüberfliegen, so ganz manuell. Einfach mal hier vorbeifliegen. Kann man das nicht? Doch, kann man. Man kann die doch manuell steuern. So, und jetzt werden wir jetzt angegriffen, wenn ich jetzt hier auf weite Entfernung vorbeifliege. Ah, er ist jetzt noch in der Abklingzeit. So, wir machen das mal. Eigentlich ist es dann blöd, wenn er immer automatisch flieht, weil Dinge, die statisch sind oder die an einer Stelle dort stehen, die sind ja dann gar nicht gefährlich. Okay, er kann jetzt hier nicht erkunden, das verstehe ich. Aber er könnte weiterfliegen. Das muss man dann immer manuell einstellen. Okay, das müssen wir mal wissen und beobachten. Ja, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, da jetzt durchzukommen. Wir könnten eigentlich auch jetzt hier den nächsten Befehl schon geben. Wir werden aber mal sicherheitshalber... Nee, ich glaube, ich werde das jetzt immer mal auf Passiv lassen. Und dann muss ich einfach schnell reagieren. Feindflotten in der Nähe zeigt er mir an als Nachricht. Mhm. Dann kann ich ja immer noch den Wegflug ordern. Okay. So, er ist jetzt hier am Bauen. Genau. Er ist schon hingeflogen. Sehr schön. Und baut jetzt hier den Außenposten bei Krimdor. Und das ist die Voraussetzung, um dann den Beobachtungsposten zu bauen. Wisst ihr was? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir bauen jetzt das letzte Schiff, damit wir endlich zu den alten Drohnen fliegen können. Das wollen wir nicht ganz vergessen, die Geschichte. So. Aber ich habe 77 und nicht 78. Wie ärgerlich ist das denn? Aber jetzt habe ich gleich 78. Okay. Und dann kommt das nächste spannende Projekt. So, und wir haben einen... Vera ist auf Stufe 4. Das freut mich für sie. Das freut mich. Sie ist fleißig dabei, Karos zu erkunden. Das gucken wir uns aber erst an, wenn sie fertig ist. Ja, der Plan ist... Was haben wir jetzt schon wieder? Theta-Aliens im Karos-System. Interessant. Halten wir nochmal an. Gucken uns die mal an. Die sind jetzt gelb. Ist das jetzt die erste? Schaut euch das an. Wir haben die erste raumfahrende Zivilisation entdeckt. Das müssen wir sofort untersuchen. Erforschen. Unbedingt. Faszinierend. Liebe Freunde, faszinierend.
Vermutlich werden auch die hier gerade das System erkunden. Vielleicht ist es so ein Forschungsschiff, wie wir es sind. Ein großer Moment. Oh Mann. Was hier alles passiert. So, aber wir belästigen uns nicht. Sie sind gelb, in Anführungsstrichen. Verhalten sich neutral offenbar und fliegen jetzt weiter. Einen kurzen Moment konnten wir sie erleben. Aber unsere Forscher haben hoffentlich genug Daten gesammelt, um jetzt mehr herauszubekommen. Und es ist soweit. Es ist soweit. Die Regulatorenflotte ist fertig und wir werden nach Shady jetzt fliegen. Regulatorin Yetzov, du musst jetzt hier... Sie müssen jetzt erstmals ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich bin hochgradig gespannt, ob unsere Laser und unsere Schilde, die wir neu entwickelt haben, ob die genügen, um diese alten Drohnen, zu besiegen. Aber was haben wir hier? Eine Erkundung ist abgeschlossen durch unsere Erkundungen nach bewohnbaren Welten. Ah, die Sache ist jetzt abgeschlossen. Hervorragend. Haben unsere Biologen eine riesige Datenmenge über Alien-Lebensformen gesammelt. Viele unserer älteren Theorien über die Entstehung des Lebens haben sich als falsch erwiesen. Unsere wissenschaftliche Gemeinschaft sah sich gezwungen, komplett neue Modelle zu erstellen. Unsere interessantesten Funde werden im neu eröffneten Museum für Exobiologie auf der Erde ausgestellt. Die Öffentlichkeit ist begeistert und hat viel Geld gespendet, um bei zukünftigen Suchen nach merkwürdigen Lebensformen zu helfen. Wenn hier von Öffentlichkeit die Rede ist, sind das natürlich nur die Wissenschaftler des Kollegiums, die begeistert sind, die ja auch nur Zugang hierzu haben, die auch als Einzige sich auch dafür nur interessieren. Hervorragend! Was bekommen wir? Oh, wir bekommen ganz viel Forschung im sozialen Bereich und ganz viele Energie-Credits. Ganz toll. Sehr schön. Und wir sind auf die nächsten, in Anführungsstrichen, Aliens gestoßen. Im Zirban-System. Jetzt überschlagen sich ja die Ereignisse. Jota-Aliens. Interessant. Die können wir jetzt auch untersuchen, aber wir müssen erstmal eine Sache beenden. Auch die schauen wir uns mal an. Und das scheint die nächste raumfahrende Spezies zu sein. Die sehen irgendwie gefährlich aus. Könnte das sein? Können wir sie ein bisschen beobachten? Oh, was machen die denn jetzt? Was ist das denn? Und weg sind sie. Weg sind sie. Aber wir könnten sie untersuchen. Das ist aber auch Sozialforschung. Nee, erstmal das natürlich beenden. Die Theta-Aliens. Alles der Reihe nach. Alles dem griechischen Alphabet nach. So, Karos-System ist erkundet. Das schauen wir uns kurz mal an. Oh, sehr viel Mineral. Was ist denn das hier? Was ist denn das bitte? 9? Oh mein Gott. Das ist ja der Hammer. Karos. Oh, ich könnte jetzt schon überall so eine Station bauen. Es gibt so tolle Bereiche hier. 8 und 9. Castor finde ich auch faszinierend, um Außenposten hinzubauen. Bloß wir brauchen Energie, um jetzt langfristig hier wirklich uns hier so expandieren zu können. Wir brauchen Energie. Wir müssen vielleicht auf der Erde und auf Alpha Centauri auch ein bisschen was tun, um Energie zu bekommen. Auf Elysion meine ich eigentlich. Ist noch nicht so ganz drin. Puh. Hier bekämen wir als nächstes Energie, aber wir haben natürlich, das haben wir gelernt, giftiger Seetank. Das hätten wir uns vielleicht vorher mal angucken müssen. Ach Mensch. Naja, gut. Wir können vielleicht auch Kraftwerke ausrüsten. So, was macht denn unsere Regulatorenflotte? Achso, die ist immer noch nicht losgeflogen. Die hat jetzt erst Warp-Geschwindigkeit erreicht. Und Ariadne hat nichts zu tun. Karos ist ja erkundet. Ach ja, hier waren ja die Theta-Aliens. Wir werden weiterfliegen nach Zier und das System erkunden und bleiben jetzt aber doch mal gespannt bei den Regulatoren, denn möglicherweise könnte der erste wirkliche Raumkampf bevorstehen. Das Konstruktionsschiff ist noch nicht so weit. Okay. Research complete. Aber eine Forschung ist beendet. Gravitationssensoren. Oh. Unsere Erkundungsgeschwindigkeit
erhöht sich erstmal reichsweit sowieso. Diese Sensoren wurden auf Gravitationsänderungen im Weltraum eingestellt, wie sie von Raumschiffen erzeugt werden. Aber wir können jetzt auch Sensoren einbauen, die unsere Sensorreichweite erhöhen. Das entweder auf dem Schiff, auf Schiffen oder auf Stationen. Das wäre vermutlich was für Forschungsschiffe besonders interessant. Ich bin nicht ganz so sicher, was Sensorreichweite jetzt wirklich meint. Naja. Wir müssen natürlich eine neue Forschung wählen. So, was wählen wir dann? Physiklabor. Ja, bringt halt mehr Physikforschung oder Energiehub 1. Das ist natürlich faszinierend jetzt für das Thema Energie, aber hier auch. Kraftwerk 2 ist natürlich cool. Und vor allem das Betarian-Kraft, aber da können wir auch schon die Nummer 1 bauen. Wir brauchen bloß Betarian. Wächter der Punktverteidigung ist natürlich auch cool. Aber das ist nicht das Problem. Ich glaube, ich werde Feldmodulation, um das Kraftwerk 2 zu bauen. Um hier ordentlich doch ein bisschen mehr Energie zu bekommen. Das scheint mir momentan für die nächsten Schritte, besonders für die Außenposten und so weiter, von besonderem Interesse zu sein. So, das Konstruktionsschiff, das braucht aber auch wirklich lange. So, jetzt sind wir in Shady angekommen. Rein da. Und ja, jetzt müssen wir gegen diese... Bergbaustation kämpfen und gegen diese Drohnen. Ich denke mal, wir werden zuerst die Drohnen angreifen. Und ich bin sehr gespannt. Okay. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Uns die Sache ganz genau anzugucken. Denn wir müssen auch jetzt mal wirklich erstmals beobachten, wie funktionieren unsere Laser. Wir haben erstmal noch die Abklingzeit, die wir abwarten müssen. Und es ist auch noch ein... Das müssen wir uns auch noch mal kurz angucken. Das Sirban-System. Achso, die Yoda-Aliens sind hier aber ganz nah an den A-Stern rangeflogen. Aber Gott sei Dank haben sie uns jetzt nicht bedroht. Deswegen können wir munter weiterfliegen. Und wir nähern uns diesem ersten untersuchungswürdigen Planeten. Und wir werden das System... erkunden, wir sind auf Passiv, das wollte ich. So, zurück jetzt zur Regulatorenflotte. Diese spannende Nummer, die wollen wir jetzt nicht verpassen. Also nochmal weiter. So, wir nehmen Kurs auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht wird das die große Pleite. Wer weiß es schon. Sind wir gerüstet für so einen Raumkampf gegen diese alten Drohnen? Wir nähern uns ihnen. Mit Impulsgeschwindigkeit. Und mal sehen, was sie für eine Waffentechnologie haben. Hostile Fleet detected. So, jetzt geht's los. Unsere Laser schießen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben jetzt wirklich erstmals während dieses Kampfes Kontakt, Informationen über den Kontakt mit einer neuen, echt intelligenten Spezies. Das ist jetzt wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, Leute. Aber gut. Was sein muss, muss sein. Oh mein Gott, seht ihr hässlich aus. Es ist ja unglaublich. Seid gegrüßt. Ich spreche für Geschäftsführer Sirti und die wohlhabende Elite von Lagin Shoes Council. Wir versuchen immer unter den vielen verschiedenen und entzückenden Alien-Nationen, auf die unsere Schiffe bei der Erkundung der Galaxie stoßen, neue Handelspartner zu finden. So, welche seid ihr also? Ihr lebt offenbar in einer Eiswelt. Und wollt gerne handeln. Leider kann ich jetzt nicht ganz genau sehen, was hier zu sagen ist. Das ist ja alles sehr aggressiv, was wir hier sagen. Meine Herren, wir werden uns nicht zurückhalten lassen. Wir werden für unser Existenzrecht kämpfen. Das ist irgendwie so ein bisschen unpassend, oder? Ja, aber, ja gut, offenbar sind unsere Wissenschaftler so drauf, dann sagen wir das mal. Wir werden für unsere Existenz recht kämpfen. So, erstes Alien-Aufeinandertreffen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alien-Leben getroffen sind,
wurde von seiner Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das kann ich gut verstehen, besonders bei dem Anblick, der übermittelt wurde. Dies bestätigt, was wir lange vermutet hatten, wir sind nicht alleine in dieser Galaxie. Jede neue Alien-Spezies, auf die wir treffen, stellt gleichermaßen eine Chance und eine Bedrohung dar. Wir müssen auf der Hut sein. Diese besonderen Xenos verfügen über Technologien, die mit den unseren verglichen werden können. Vermutlich haben wir etwa gleichzeitig das Raumfahrtzeitalter erreicht. Das ändert alles in der Tat, aber... okay, alles klar. Ariadne muss zurückkehren. Das ignorieren wir mal. Ich will doch jetzt endlich mal den Ausgang dieses Kampfes... Und ihr seht schön, wie hier die Schilde wirken. Hervorragend. Und die Drohne... Wir können uns auch mal in diesen Kampfscreen begeben. Das ist noch etwas, was sie noch nicht ganz durchdrungen haben. Trefferverhältnis können wir uns angucken. Mittlere Schneidlaser, die haben auch Laser. Ausweichverhältnis. Ein System, das sich doch sehr von anderen Paradox-Spielen unterscheidet. Also wir machen mal weiter und beobachten mal, was hier passiert. Wir scheinen ganz gut nahe zu kommen. Also zumindest sind sie deutlich angeschlagener als wir. Oh, und sie bewegen sich jetzt auch. Sie haben sich in Bewegung gesetzt. Ich bin beeindruckt. Wir haben nur noch 5 Schiffe. Aber sie haben noch alle 3, oder wie? Ah, wir haben aber jetzt die Station erledigt. Okay, ich glaube, wir haben sie gleich. Ein Schiff musste dran glauben, aber das passiert schon mal. Eins bleibt noch übrig. Puh. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 2 Schiffe sind draufgegangen. Oh Mann. Ziemlich verlustreich das Ganze. Aber wir sind jetzt in der Lage, diese Trümmer zu untersuchen. Das ist etwas, was wir vermutlich, weiß nicht ganz genau, mit welchem Schiff wir das tun müssen. Mit einem Konstruktionsschiff oder mit einem Forschungsschiff. Wir werden es rauskriegen. Auf jeden Fall ist es uns gelungen, hier erstmals unsere scheinbar recht gute Technologie einzusetzen und zumindest gegen uralte Drohnen zu bestehen. Und ich bin gespannt, was wir hier jetzt entdecken werden. Aber all das, liebe Freunde, beim nächsten Mal. Und ich sehe gerade, das ist auch noch ein zeitkritisches Projekt. Da läuft die Zeit. 1798 Tage. Aber das ist doch eine ziemlich lange Zeit. Das sollte doch zu schaffen sein. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.